Selbst wer die Spielsachen haben, Spielsachen. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja, er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage was. Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Sterbe Hilfe, Kleiner. Mehr war das nicht. Du hast jetzt mehr als genug, Adam. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Don't want him round anymore. Better try.
Heute dritte Sitzung mit dieser unglaublichen Psychotante aus Europa, Dr. Sophia Lamb. Sie sagt, Ryans Gerede von wegen, orientiert euch an der Nummer 1, soll nur uns kleine Leute gegeneinander aufhetzen. Was wir bräuchten, wäre Einigkeit, Solidarität. Dann hat sie mir einen Spiegel vorgehalten. Und tatsächlich, ich trage meine Haare und meinen Bart wie Ryan. Also den Rest des Tages erzähle ich den Leuten von Lamb. Und heute Abend rasiere ich mir den ganzen dummen Schädel. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde.